Ihr Lieben, das ist Alex. Nun, es kann sehr beängstigend sein, in eine neue Schule zu gehen. Also lasst uns alle dafür sorgen, dass sich Alex hier wohlfühlt. Warum setzt du dich nicht, Alex? Spielen. Oh, tut mir leid. Vielleicht können wir... Nein, lass mich in Ruhe. Du bist heute ja sehr still, Caillou. Wie war's in der Schule? Es war okay. Kein Hunger, Caillou? Ich dachte, du isst gern Spaghetti. Spaghetti! Caillou, Papa spricht gerade mit dir. Hallo? Erde an Caillou? Bist du da? Ich will keine Spaghetti, Papa! Du hast Rosi Angst gemacht, Caillou. Ich weiß. Tut mir leid, Papa. Ich war nur so wütend. Nun, sag mir doch mal, was dich so wütend macht. Nun, ja. Ich wollte mit dem neuen Jungen in meiner Klasse spielen und er hat mich geschubst, was weh tat. Ich weiß nicht, warum er so fies war. Tut mir leid, Caillou. Ich verstehe, warum dich das wirklich wütend macht. Ich wollte nicht gemein zu Rosi sein. Ich hab nur Angst. Schon okay. Rosi verzeiht dir bestimmt, wenn du dich entschuldigst. Caillou? Tut mir leid, dass ich dir Angst gemacht habe, Rosi. Es ist nicht schön, Angst zu haben. Biscotti! Super Idee, Rosi. Lass uns runtergehen und aufessen. Was, wenn Alex wieder fies ist, Papa? Ich komme mit rein und wir sprechen darüber zusammen mit Mrs. Martin, okay? Vergiss nicht, wenn jemand gemein zu dir ist, kannst du es immer deinem Lehrer sagen. Okay. Guten Morgen, Caillou. Hi, Mrs. Martin. Ich muss Ihnen was sagen. Hey, Caillou. Hi, Alex. Ich wollte dir sagen, es tut mir wirklich leid, dass ich dich gestern geschubst habe. Es ist wirklich furchteinflößend, neu zu sein. Aber ich wollte nicht gemein zu dir sein. Wenn du noch mit mir befreundet sein willst, wäre ich gern dein Freund. Schon okay. Manchmal kann ich auch gemein sein. Aus Versehen, wenn ich Angst habe. Wirklich? Ja. Papa sagt, dass es nur wichtig ist, sich zu entschuldigen. Komm her, Caillou. Du willst doch nicht, dass Alex am zweiten Tag zu spät kommt, oder? Komme! Komm mit. Ich stell dir Leo und Clementine eben vor. Okay, Klasse, das Wochenende nähert sich. Wir müssen sehen, wer das Klassentier Gerald mit nach Hause nimmt. Nun,
Wer will ihn mitnehmen? Caillou, warum nimmst du Gerald nicht mit? Dann kann ich ihn füttern, mit ihm spielen und er kann morgen in seinem Ball herumlaufen. Nun raus aus den Federn! Es gibt Frühstück! Komm schon! Mama sagt, du kannst in deinem Ball spielen! Hallo, Leo ist hier. Komm, Mama. Wart hier, Gerald. Hey, Caillou. Leo, bist du hier, um Gerald zu sehen? Ich wollte ihn gerade nach draußen bringen. Klar. Damit er Bewegung bekommt, habe ich ihn in seinen Ball gesetzt. Oh, nein. Was ist los, Caillou? Wo ist Gerald? Er war hier und jetzt ist er weg. Mama, ich hab Gerald in seinem Ball gelassen und jetzt ist er verschwunden. Alles gut, Caillou. Wir finden ihn. Ich werde ihn nie wiederfinden. Oh. Ah. Ebert! Oh. Da bist du! An einem weiteren vollgepackten Schultag bat Frau Martin die Kinder leise zu sein. Sie wollte eine Ansage machen. Gut, Kinder, kommt zur Ruhe, kommt zur Ruhe. Okay, nun diese Woche veranstalten wir was Aufregendes. Eine Schul-Talent-Show. Die Klasse konnte es kaum erwarten, mit dem Üben anzufangen. Aber was sollte Caillou tun? Als er später am Tag nach Hause kam, sah er sich im Haus nach Sachen für die Talentshow um. Er probierte Seilspringen. Singen. Er probierte sogar zu tanzen. Er begann sich zu fragen, ob er jemals ein Talent für die Schultalentshow finden würde. Was ist denn los, Caillou? Ich weiß nicht, was mein Talent ist. Ich habe alles probiert. Also, hey Caillou, wie wär's damit? Was macht man denn damit? Also Caillou, das ist ein Zauberstab. Du kannst bei der Talentshow ein Zauberer sein.
Hier. Okay, Papa. Was könnte ich jetzt zaubern? Warte mal hier, Caillou. Ich bin gleich zurück. Einen Augenblick später war Papa mit einer Kiste zurück. Es war eine kräftige Box mit der Aufschrift Magic Kit. Wow! Also, Caillou, als ich so alt war wie du, war das mein Zauberkasten. Nun ist es deiner. Nimm ihn mit zu deiner Talentshow und zeig allen, was du kannst. Ich sehe wie ein Zauberer aus. Das tust du, Caillou. Und jetzt geh mal üben. Caillou übte und übte und am nächsten Tag war er bereit für die Talentshow. Aber nun war er nervös. Er war als nächstes dran. Hey Caillou, schon okay. Sei nicht nervös. Das wird toll. Ja Caillou, hab einfach Spaß beim Zaubern. Mein Name ist Caillou. Und ich bin Zauberer. Seht her! Caillou flüsterte die Zauberworte, berührte den Hut mit seinem Zauberstab und... Das ist Teddy, alle zusammen! Und nun zum nächsten Trick. Seht, was mit Teddy passiert, wenn ich das mache. Alle jubelten vor Begeisterung über Caillous Tricks. Er war sehr stolz auf sich. Es war wieder ein gewöhnlicher Schultag. Das dachte Caillou zumindest. Plötzlich tat ihm etwas in seinem Mund weh. Caillous Zahn wackelte. Wow, Caillou, die Zahnfee wird dich bald besuchen kommen. Hä? Na, die Zahnfee, Caillou. Wenn du einen Zahn verlierst, dann legst du ihn unter dein Kissen und dann wechselt die Zahnfee ihn für etwas Besonderes aus. Nein, Caillou, tu das nicht. Der fällt von ganz allein raus. Es sah so aus, als müsste Caillou geduldig sein. Caillou beschloss zu warten. Dennoch war er für den Rest des Tages so aufgeregt, dass er sich kaum noch im Unterricht konzentrieren konnte. Nach der Schule rannte Caillou aus dem Gebäude zu Oma. Er konnte es kaum erwarten, Mama und Papa von seinem wackelnden Zahn zu erzählen. Wie toll, Caillou. Lass mich mal sehen. Sag, Der sieht so aus, als fällt er fast raus. Doch nur fast. Caillou wartete. Und wartete. Und wartete. Bis plötzlich sein Zahn herausfiel. Mama, Papa, er ist raus! Der Zahn fiel raus! Sehr toll, Caillou! Wann kommt denn die Zahnfee zu mir? Zuerst musst du den Zahn unter dein Kissen legen, sonst weiß sie es nicht und kommt auch nicht. Oh, ja,
Kommt, wir gehen rauf. Also, Caillou, leg ihn vorsichtig unter das Kissen. Wir sehen morgen früh, was die Zahnfee dir gebracht hat. Schlaf gut, Caillou. Gute Nacht, Mama und Papa. Caillou setzte sich auf und rieb sich die Augen. Plötzlich erinnerte er sich daran, dass etwas unter seinem Kissen liegen würde. Und dann? Caillou sah etwas in seinem Augenwinkel. Etwas leuchtete in einer Ecke seines Zimmers. Es war die Zahnfee. Oh, hallo, Caillou. Du hast einen Zahn verloren? Hast du immer deine Zähne geputzt? Was machst du mit den Zähnen, liebe Zahnfee? Na, natürlich ins Feenland. Wir bauen mit den Zähnen ein immer größeres Feenschloss. Wow. Oh, gute Nacht, Zahnfee. Gute Nacht, Caillou. Ich pass gut auf deinen Zahn auf. Vergiss am Morgen nicht, unter dein Kissen zu sehen. Caillou hatte den seltsamsten Traum. Plötzlich erinnerte er sich, setzte sich auf und warf sein Kissen zur Seite. Unter dem Kissen war eine hübsche Münze und eine Notiz. Lieber Caillou, danke, dass du deine Zähne so gut putzt. Alles Liebe von der Zahnfee.